Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnomoria, natürlich mit mir, eurem Sunny Gnomoria mit Mods, meine ich natürlich. So, nachdem wir uns letzte Folge über die Aktion mit den Mods unterhalten haben, mit der Neuprogrammierung, jetzt mal, gutes Thema. Guter Ansatz. Hat mich wahnsinnig gefreut, dass mir der Fenrir halt, wie gesagt, dieses Ding geschickt hat. Wenn ihr mal möchtet, dass ich mal was sage zu irgendeinem Thema oder so, schreibt mir das doch auch mal einfach in die Kommentare rein. Insbesondere Gnomoria eignet sich, finde ich, ausgesprochen gut jetzt aktuell. Wir haben jetzt leider nicht mehr so wahnsinnig viele Aktionen, die wir noch gar nicht kennen und die uns total überraschen werden. Dementsprechend meine ich, dass sich Gnomoria aktuell ganz gut dazu eignen könnte, ein paar Themen anzusprechen, die ihr vielleicht angesprochen haben wollt. Ansonsten an der Stelle halt auch nochmal die Empfehlung. Wie gesagt, Gnomoria wird jetzt ein bisschen runtergefahren in der Menge der Folgen, ne? Also ganz klar, ich werde jetzt aktuell 2 Folgen Gnomoria raushauen. Das ist Donnerstag 15 Uhr und Sonntag 16 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, ich muss noch in meinen Kanal-Info die Termine reinschreiben. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber letzte Woche ist es schon so gekommen und ich denke, ich werde dabei bleiben. Das bietet euch halt die Möglichkeit, dass wir jetzt aktuell 3 Spiele in dieser Richtung haben. Mit RimWorld und Gnomoria, was sehr, an sich sehr ähnlich ist, ne? Und mit Prison Architect, was noch in die Richtung geht, aber nicht ganz so ähnlich ist. Und den 14 Uhr Termin werde ich mir im Moment weiterhin freihalten, einfach für Sachen, die ich einfach mal zocken möchte, eventuell auch mal nur ein paar Folgen kommen werden. Nichts, vielleicht nicht gar nicht so permanent halt, sondern einfach nur, ich sage, hey, das möchte ich gerne zeigen, das möchte ich gerne machen. Und dementsprechend haue ich es vielleicht einfach mal raus. Dungeon Rushers sollen noch mal ein paar Folgen kommen, aber wie gesagt, da möchte ich halt mir nicht so einen Druck machen. Anders wird es sein, wenn ich Point-and-Click-Adventures anfange, die ziehe ich dann natürlich auch durch. Ja, also so eine Story-Spiele werde ich dann auch durchziehen. Bei allem anderen kann es halt sein, dass wirklich nur mal ein paar Folgen kommen. Ja? Wenn sich natürlich jemand dann denkt, so, hey, voll schade, das ist, hat aufgehört, das sollte weitergehen. Schreibt es mir in die Kommentare, vielleicht ändert das ja was. So. Ansonsten ja auch nochmal den Aufruf, ich glaube, ich habe es schon in der letzten Folge gesagt. Einfach mal Kommentare, Themenvorschläge, all sowas, einfach rein. Ich freue mich und ich bin eine Labertasche. Und ich habe zu unglaublich vielen Sachen keine fundierten Meinungen, aber ich kann sie trotzdem äußern. Nein, also ich erkundige mich dann auch durchaus mal zum Thema. Also habe ich gar kein Problem mit. So. Cool. Das abgegolten. Prima. Dann wollen wir jetzt mal uns wieder ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren. Also ich würde jetzt gerne nochmal... Wir hatten doch gerade hier irgendwo nochmal eine ganze Menge hier. Hier ist nochmal eine ganze Menge Eisen. Da werde ich nochmal ein bisschen abbauen. So, zack. Zack. So. Ja, dann werden wir... Also ich warte jetzt mal auf die nächste Gruppe. Also wir haben jetzt gerade den Wert des Raums hier unten ja nochmal ganz ordentlich erhöht an sich. Was man natürlich auch noch machen könnte... Um jetzt den Wert nochmal massiv zu steigern, wäre natürlich hier zum Beispiel den Boden gegen einen teureren Boden auszutauschen. Ja, nee, ich glaube, das bringt nicht so viel. Dann ist es wahrscheinlich lohnender. Ich ersetze hier die Statuen auch nochmal durch wirklich wertvolle Statuen. So wie ich es hier gemacht habe. Oder zum Beispiel hier die Reihe. Das ist vielleicht das Lohnendste. Die Reihe hier, beziehungsweise hier haben wir ja noch frei. Ich werde mal... Hier die Reihe einfach nochmal mit... Was ist das hier eigentlich? Soldier-Statue. Ich werde hier einfach nochmal die Reihe mit Statuen versehen. Ich glaube, das lohnt sich am meisten. Das ist unter Statue. Soldier-Statue. Machen wir doch mal Axt und Schild. Platinum-Decoration. Elektrum-Statue. Platinum Mainhand Decoration und Platinum
Offhand Decoration. Drehen. So, so. Zack. Ich muss zugeben, das Aussehen finde ich gar nicht so cool, aber der Wert ist einfach mega krass, ne? Also, hier die letzten Dinger, die wir gebaut haben, die haben 5000er Wert. In dem Raum bedeutet es 10.000er Wert. Das ist natürlich richtig krass. Ah, also da haben die dann echt hier den Construction-Wert natürlich so hochgezogen. Das ist schon krass. Na gut, wir werden mal versuchen, über die 100.000 zu kommen. Mit denen sollten wir zusammen auf... Also die machen jeweils 5.000 in etwa wahrscheinlich. Das heißt, es sind 20.000. Wenn ich mich nicht irre und alles in dem Raum doppelt zählt, dann müssten wir damit auf 160.000 in dem Dreh kommen. Ich bin mal gespannt, wenn wir fertig sind, ob ich damit recht hatte. So, ansonsten, wie viel Elektrum haben wir denn überhaupt noch? Elektrum haben wir noch 26. Und was benutze ich noch? Platinum. Platinum haben wir fast gar nichts mehr. Ich werde wohl mal ein bisschen Platinum herstellen müssen. Beziehungsweise abbauen müssen. Zack. Da hätte ich mich wohl mehr darauf konzentrieren sollen. Was ist das hier? Platinum. Sehr gut. Hat man schon eine Meldung, dass es rainy ist? Nee, ne? Leider nicht. Hier ist noch ein bisschen Platinum. So. Sonst noch irgendwo ein bisschen Platin rumfliegen? Da drüben ist... Achso, das war das Gold. Ja, müsste ich einfach mal abbauen, dann halt was hinsetzen, was soll's. Da. Und hier mache ich das dann auch gleich. Zack, zack. Muss hier halt einfach mal was Neues hin. So. Zack. Sandstone, ne? Ja, genau, das ist Sandstone. Dann machen wir... Ne, das mache ich hier wieder über die Leiste, weil ich das da nicht finde. Ich mache halt ein paar Sachen über die Leiste, ein paar Sachen darüber. Ich glaube, das klappt so ganz gut tatsächlich. Ich bin damit ganz zufrieden. So, wo haben wir? Sandstone da. Zack. So. So. Oh, hier ist noch Platinum. Da müssen wir uns einfach mal rüberbohren. Und hier unten hatte ich das jetzt auch irgendwo. Hä? Da. War das hier? Scheint so. Ja, dann müssen wir hier mal rüber erstmal. Zack. So. Ich mach hier hin. So. Und hier runter. Bin ich mal gespannt, da haben wir dann auch noch gleich nochmal ein bisschen Eisen und so. Das passt also auch nochmal ganz gut. Mach ich mal so. Zack. Okay, das ist eine Menge Material zwar in der Umgebung, aber Platin war es nicht so viel. Schade. Ich nehme mal einfach hier das Stück raus. So, zack, da haben wir dann auch gleich ein paar Diamanten, wenn ich das richtig sehe. Ja, cool. Mehr Diamant als Platin, leider. Okay. Na gut. Können wir mitleben. Ich wollte zwar eigentlich mehr Platin haben, aber hey. Geschenkten Gaul und so, ne? So. Wie kommt ihr hier voran? Na, einer fehlt noch. Okay. Aber den dürften wir dann mit dem Platin, was wir hier unten gerade abbauen. Wo ist denn? Ein bisschen höher. Da. Damit sollte das dann hinhauen. So. So, und... Obwohl, wie wäre denn das hier? Worunter müsste ich das denn... Terrain ist es doch nicht. Worunter wäre denn das Bauen von den Wänden und sowas? Terrain? Wall? Ja. Hier, Build Wall. Geht vielleicht doch schneller. Also, wenn man weiß, dass das da ist,
muss ich zugeben, das könnte die Sache einfacher machen. Ein Merchant from Clawlike Kingdom. Okay, jetzt werden wir mal ein bisschen langsamer machen. So, hatte ich hier nicht Clippings genommen? Sind die schon nachgewachsen? Sind die schon alle nachgewachsen? Oh, das wäre ja schnell gewesen an und für sich. Ich nehme nochmal Clippings. Wir haben immer noch relativ wenig Clippings für die Oaks. Ich habe die ja im Endeffekt wahrscheinlich nur, ehrlich gesagt, ich kann das hier auch mit Fell Trees erlauben. Ich habe das ja eigentlich nur verboten, keine Oak-Clippings mehr genommen, weil wir so viele Oak-Clippings rumliegen hatten und ich ja dadurch so viele Items rumliegen hatte. Aber wenn wir das jetzt nicht mehr so haben, dann ganz ehrlich, dann brauchen wir uns darum auch nicht so den Kopf machen. Dann werde ich jetzt lieber da auch das Fällen erlauben und dann bleiben wir ja plus minus null. So, jetzt erstmal hat der Merchant aus dem Clawlike Kingdom uns was Interessantes anzubieten. Bronze Scrap. Schade. Nimmt eh keine Statuetten von uns an. Das heißt, da haben wir jetzt sowieso mittlerweile ein bisschen wenig Kohle, um mit denen vernünftig zu handeln. Tja. Nö. Eigentlich nichts Interessantes. Schade. Na gut, dann warten wir mal auf den nächsten. Ich würde jetzt auch nochmal gucken. Ich werde mal auch übers Kingdom immer mal nochmal probieren. Das erste war ja Lush Lightning, genau, Sand Merchant. Ich gucke einfach mal immer mal rein, ob da vielleicht mal auch was angeboten wird, aber ich glaube, die Angebote sind immer richtig, sind relativ mau immer, ne? Die haben überhaupt keine Barren. Die haben nicht mal die Erze, die sie normalerweise hier anbieten. So Kupfer und sowas, auch die haben sie jetzt nicht mal dabei. Also, da ist das Angebot wirklich ein bisschen mau. Schade eigentlich. Wirklich schade. So. Hat es jetzt inzwischen doch mal geregnet? Nicht wirklich anscheinend. Das war schon auf 23%. Das hier war schon auf 15%, meine ich. Ja. Ich glaube da... vielleicht hat es doch geregnet. Weil an 25%igen konnte ich mich bisher noch nicht erinnern. Na, noch ein bisschen. Wenn es noch einmal regnet, dann sind wir... dann sind wir damit durch an sich, denke ich mal. So, dann gucken wir jetzt hier unten nochmal nach ein bisschen Platin. Wir lassen wieder schneller laufen. So. Ja, hier sind wir soweit auch mit dem Durchbauen. Wie war das? Terrain? Wow. Skelett. Also ernsthaft, diese Skelette. Wie ein Pickel am Hintern, ernsthaft. Also nur von der Nervigkeit her, nicht sonst nichts. Die tun nichts, die sind nicht schlimm, aber sie nerven. So, was ist denn? Terrain, Wall, Build Wall. Und das Einzige, was mir wirklich einen Schreck eingejagt hat, waren halt diese drei Zombies, die einfach mal in der kleinen Schattenstelle da gespawnt sind. Das war echt... das war ein schlechter Scherz, oder? Ja, das war wirklich... wo war denn das nochmal? Das war doch... nee, noch weiter oben. Das musste hier irgendwo... war das hier? Ja, ne? Der hat hier gearbeitet und hier sind die gespawnt. Völlig abstrus. Naja. Gut. Ja, also wie gesagt, wir müssen jetzt, ich versuche jetzt einfach nochmal auf Teufel komm raus ein bisschen den Wert zu erhöhen. Morgen ist ja dann auch schon der nächste, achso, dann lasse ich jetzt auch den Hebel hier offen, ehrlich gesagt, weil am nächsten Tag ist ja jetzt schon der, okay, vom Cleft Portal und vom Lush Lightning, okay, super. Weil am nächsten Tag ist ja jetzt schon im Endeffekt Maple? Wir sollten gar keine... wieso steht hier Maple Syrup rum? Stehen doch gar keine Maple-Bäume rum.
Eigentlich, dachte ich. Nee, weiterlaufen darfst ruhig. Nee, weil dann kommen ja morgen hoffentlich nochmal ein paar neue Gnome. Und da müssen wir jetzt echt überlegen, wie wir jetzt... Ja, soll ich dann tatsächlich die Arbeitsräume größer machen? Oder... Was kann ich jetzt mit den Gnomen... Weil eigentlich sind unsere Gnomen überbeschäftigt. Also unterbeschäftigt. Ich kann mit den Gnomen... Moment, ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen soll. Also... Ich meine, sobald ich hier auf den nächsten... Auf den nächsten Rang gehen... Ne, ich kann halt unten noch wesentlich mehr ausgraben. Dann könnte ich ein paar mehr Miner gebrauchen. Ein paar mehr... paar mehr Leute, die sich ums Blacksmithing und ums Smelting kümmern. Das wäre natürlich nicht ganz schlecht. Artemisia Dye. Okay. Superior Ogre Leather Bracer. Okay. Male Goat. Male Kiwi, Male Alpaka. Ah, Moment mal, wir haben was da, aber es war ein Kamel, ne? Eigentlich bräuchten wir noch ein Kamel. So, sieht mau aus. Die haben nicht wirklich was Interessantes für uns. Aber wir können ihnen die Statuetten verkaufen. So. Zack. 5000, hey! So. 2000. Müsste nochmal 1200 sein, also 3200. Das sind 3600. Wir sind immer noch ordentlich drüber. Mal gucken. Dann gehen wir erstmal mit den, wovon wir viele haben, zurück. Das wären 1050, die wir da zurücknehmen. Das reicht noch nicht. Das könnte noch nicht. Auweia. Wir sind immer noch 300, also 3, 34? Habt ihr sonst noch was Interessantes dabei? Irgendwelche ungewöhnlichen Seeds oder so? Sieht nicht so aus. Obwohl, wir könnten ja natürlich... Was haben wir denn? Wir haben keine Vegetables, wir haben noch einige Früchte. Drinks sind wahrscheinlich vor allem keine Weine leider mehr. Dann gucken wir doch mal, ob wir ein paar Weine kaufen oder... ein paar Vegetables kriegen. Vegetables bieten sie nicht an, aber Weine. Kaufen wir ein paar Weine. Muss ich jetzt wahrscheinlich wieder was zurückgeben. Das ist ja in Ordnung. Machen wir erstmal 20. Ich mag im Moment nicht so viel rechnen. Eins, zack, 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 zack. Was soll's? So, Trade. So, damit bekommen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Gold, falls wir von irgendeinem anderen viel Gold brauchen, viel Münzen brauchen noch zum Handeln, weil die mit sonst nichts handeln. So, dann müsste das eigentlich der vom Lightning dem ersten sein. Der bietet auch Platinum Coins an, Tin Ore, Lead Ore, Gold Ore, Steel Sliver. Mithril Sliver, yeah! Ja! Ja! Geil! Okay, super. Dann fehlt uns jetzt noch eins. Tungsten müssten wir schon haben. Jetzt haben wir Mithril. Dann fehlt uns noch Orichalkum. Ja, geil! Endlich! Endlich! So, erstmal Granitstatue, Animal, das. Aber sind wir ja schon fast durch. Dann machen wir noch den feinen Amethyst dazu. Die beiden Pur-Amethyst, den feinen Amethyst. Haben wir noch einen Amethyst-Ring, ja. Dann haben wir noch das hier. Da sind wir jetzt ein bisschen drüber. Wieso sind wir so massiv drüber? Achso, weil ich nicht nur einen rübergepackt habe, sondern gleich zwei. Das muss ja nun nicht sein. 2506. Das passt. Und Trade. So, ich sollte mal gucken, ob noch mich irgendwas anderes interessiert. Na los, mach. Ja, cool.
Das war doch mega gut. Hey, endlich mal Mithril. Yes! Yes, ey, ich freue mich wirklich gerade. Also über das Mithril freue ich mich gerade wirklich. Okay, voll cool. Haben die noch irgendwas anderes Interessantes? Bronzebolts? Nö. Bronzebolts, okay. Sind doch schon lange drüber hinaus. Mushroom Seed, Wheat Seed, Cotton Seed, Grape Seed, Strawberry Seeds, ne? Steel Sliver brauchen wir auch nicht. Cool. Ich glaube, da haben wir uns auch nie die Steel Slivers geholt, ne? Wir hatten dann schon so viele Gegner mit Stahl, dass wir uns das daraus herstellen konnten. Das war ganz cool. Okay, ja, cool. Platinum Coins, das. Nö, dann. Ich glaube, Statuen habe ich jetzt keine mehr zum Verkaufen. Da könnte man dann gucken, ob wir später noch welche haben. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Denn jetzt heißt es, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und jo. Ciao.